Audio-Post. Geklickt. Gehört. Die ganze Welt guckt entsetzt auf die Geschehnisse in der Ukraine. Meldungen über den Krieg am Boden können wir ja noch realisieren. Aber immer öfter taucht nun auch der Begriff von Cyberattacken auf. Wie genau sind wir davon betroffen und wie müssen wir uns das alles vorstellen? Andreas Wiesler ist Geschäftsführer der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er sagt, welche Cyberattacken wir bei uns zu befürchten haben. Im Fokus der Hacker stehen aktuell kritische Infrastrukturen, zum Beispiel Energieversorger, aber auch staatliche Stellen. Auf der anderen Seite die Wirtschaft, hier die wichtigen Unternehmen, zum Beispiel Maschinenbau, Pharma, Chemieunternehmen, Versorgungseinrichtungen, aber auch die Lebensmittelindustrie. Unser Experte sagt, wie diese Umstände mit der Situation in der Ukraine zusammenhängen. Ja, nachweislich kommen bereits viele Angriffe aus Russland. Im Moment werden sehr viele Ziele selber in Russland von Hackern und Aktivisten angegriffen. Daher ist stark anzunehmen, dass Russland die Hackerangriffe ebenfalls erhöhen wird und gezielt in Deutschland Unternehmen angreifen wird. Im Fokus steht also die Schädigung der Wirtschaft der Länder Westeuropas, unter anderem Deutschland. Es ist eine Art Machtspiel, das hier läuft. Wer ist besser, wer kann weiter und tiefer in Systeme eindringen, wer kann den größeren Schaden auslösen? Daraus lässt sich schließen, dass der Energiesektor besonders geschützt werden muss. Aber ist das nicht eigentlich immer der Fall? Der Energiesektor gehört zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen. Hier sieht bereits das Gesetz vor, dass sehr viel unternommen werden muss zum Schutz dieser Infrastrukturen. Aber bei der zunehmenden Vernetzung wird dieser Schutz immer schwieriger und aufwendiger. Ist nur ein einziges System nicht optimal geschützt, können die Hacker über dieses in das Firmennetzwerk eindringen. Das bedeutet, jetzt müsste die Cybersicherheit ausgebaut werden. Wie das aussieht, erläutert unser Experte Andreas Wiesler. Ja, da greifen die klassischen Themen. Es betrifft organisatorische wie auch technische Maßnahmen. Wichtig ist die Schulung der Mitarbeiter, dass die auch korrekt reagieren können, weil die stehen immer zuerst im Fokus. Auf der technischen Seite müssen die Systeme unbedingt auf einem aktuellen Stand gehalten werden. Jegliche Zugriffe sind immer mit einem zweiten Faktor zu schützen. Wir kennen das von der Bank mit dem SMS-Code. Und weiter gilt es, die Systeme ständig zu überwachen und wenn es zu Abweichungen kommt, wirklich sehr schnell reagieren. Audio Post. Geklickt. Gehört.